brauche nicht viele Worte machen. Spielen gegen Saar 05. Und in unserer Situation gibt es gar nichts anderes. Jetzt muss eine Antwort kommen. Jetzt muss vor allen Dingen die richtige Einstellung wieder kommen, um Saar 05 zu schlagen. Weil im Augenblick hören wir von überall, der 1. FC Saarbrücken ist schlagbar. Den Beweis, dass das nicht so ist, können wir nur selber antreten. Und daran ist die Mannschaft gefordert. Wir haben genug gesprochen, jetzt auch nach dem Pokalspiel. Die Reaktion kann nur die Mannschaft zeigen. Wir werden sie richtig einstellen und dann werden wir sehen, was die Mannschaft von der ersten Minute an für ein Gesicht zeigt. Weil wir können jetzt im Augenblick reden. Das bringt gar nichts. Wir brauchen eine Reaktion auf dem Platz, dass jeder einzelne Spieler gefordert, der morgen involviert ist. Und dann kann es eigentlich nach diesem Spiel nur ein Ergebnis geben. Dann noch kurz anschließende Frage. Personal, ich glaube, relativ vollzählig, bis auf Dennis Wegner und Marco Meyerhöfer sind alle Jungs im Training. Interessiert mich im Augenblick auch nicht. Wir haben genug Spieler im Kader, die morgen das Spiel gewinnen können. Aus diesem Kader werden wir versuchen, die richtigen Leute aufzustellen und überhaupt in den Kader zu berufen. Und deswegen, ich bin heute überhaupt nicht bereit, über irgendwelche Spieler zu sprechen, die uns morgen nicht helfen können, sondern wichtig ist, dass die, die morgen die Chance bekommen, das Derby zu spielen, wissen, wie sie sich zu verhalten haben während der 90 Minuten. Also wir nehmen uns als Mannschaft grundsätzlich immer vor, zu gewinnen, ne? Obwohl es nicht so geklappt hat die letzten Wochen. Aber der Trainer hat schon alles gesagt und ja, wir müssen das umsetzen und zeigen, dass wir eine Mannschaft sind. Nee, das war mir klar, dass es so kommt, weil man in der Situation auf jedes Wort achten muss, was man sagt. Wir sind eine Mannschaft, wir waren letztes Jahr eine Mannschaft, wir sind dieses Jahr eine Mannschaft. Ja, man muss auch mal eins sagen, wir haben viele Spiele gewonnen mit der Mannschaft. Ja, jetzt hat man eine Phase, wo wir vielleicht das so aussah, dass wir keine Mannschaft sind. Aber ich muss einen Trainer da auch in Schutz nehmen. Wir sind alle dafür verantwortlich, die Spieler. Ja, ob wir Fehler gemacht haben, vorne oder hinten. Das kommt vor dem Fußball, man muss sie abstellen und dann werden wir auch wieder gewinnen. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, habe uns mal selber analysiert. Ich kann mir vorstellen, was der gegnerische Trainer sagt. Ja, und da muss jeder darauf eingestellt sein, dass sie uns schlagen wollen, aber ich weiß, was in uns steckt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mannschaft innerhalb von 6 Spieltagen alles verlernt hat. Und ich bin immer positiv, versuche immer alles zu geben und ja, dann... Deswegen wird es morgen gelingen.